Die Drususstraße in Bozen. Eine neue Vorzugsspur für den Metrobus Überetsch-Bozen im Dienste des öffentlichen Nahverkehrs. Und ein neuer Fahrradweg in beiden Richtungen im Abschnitt zwischen der Mendel- und der Ressenstraße. Das sind die neuen Verkehrswege, die Luis Walcher Stadtrat für öffentliche Arbeiten in Bozen vorgestellt hat. Diese Bauarbeiten sind nicht nur finanziell von großer Bedeutung, sondern auch verkehrstechnisch, wenn man die Wichtigkeit der Drususstraße bedenkt. Die Arbeiten in der Drususstraße waren sehr umfangreich. Umfangreich, was den Betrag betrifft, mit 2,9 Millionen. Umfangreich, was auch die Arbeiten betraf, denn die Arbeiten haben eine 700 Meter lange Strecke betroffen, zum einen. Zum anderen ist die Druserstraße eben Einsatzbereich für die Berufsfeuerwehr, für das Weiße Kreuz, für das Rote Kreuz, ist Hauptzufahrt zum Krankenhaus, und das haben wir auch gemerkt. Wir mussten eigentlich immer zwei Fahrspuren offen halten für die Rettungskräfte, und deshalb war die Baustelle eine besondere, aber wir haben auch das unfallfrei hinbekommen. Während der gesamten Bauarbeiten, die ungefähr 6 Monate gedauert haben, musste der Verkehr in beiden Richtungen nie unterbrochen werden. Der Einsatz der Stadt Bozen in Zusammenarbeit mit SEAB für die Verlegung der Fernheizungsrohre geht aber weit darüber hinaus. Die nächsten Arbeiten werden jetzt im Frühjahr sein, der Teilbereich Hadrianplatz-Drususbrücke. Und somit haben wir nach dieser Fertigstellung vom Hadrianplatz bis zum Bahnhofplatz eine durchgehende Vorzugsspur, und dann im kommenden Jahr im Frühjahr zuerst der Teilbereich vom Hadrianplatz hinunter zur Palermostraße und dann gleich anschließend Palermostraße-Sorrentstraße. Und mit diesem Teilstück sollten wir im Oktober 2019 die durchgehende Vorzugsspur in der Drususallee haben und somit eine Pünktlichkeit für alle Busse der SASA stadtintern und für alle Busse der Saat, die aus dem Überumfeld und dem Umland kommen. Denn für die öffentlichen Verkehrsmittel sind die Vorzugsspuren deshalb wichtig, damit alles pünktlich gehen kann. Und Pünktlichkeit heißt dann auch, dass die Leute öffentliche Verkehrsmittel noch mehr nehmen werden als heute. Auf den neuen Fahrbahnen ist ein Bodenbeleg aus bituminosen Mischgut verlegt worden, der nicht nur eine längere Haltbarkeit und Dauer garantiert, sondern auch geräuscharm ist. Die Gesamtkosten betrugen 2 Millionen und 900.000 Euro, von denen SEAB 526.000 Euro übernommen hat. Das Land hat 50% des von der Stadt Bozen ausgegebenen Betrags übernommen.